Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Ich kann es einfach nicht glauben. All diese Leute sind tot. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Ja! Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn ich tue, was ihr verlangt, werde ich also überleben? Das lässt sich unmöglich sagen. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Öffnet das Tor! Wir gehen ins Tal! Die Abstände werden kürzer. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben.
Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was tiefer im Tal lag, wurde zerstört. Darunter auch der Tempel der heiligen Asche. Aber ich denke, ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Mit der Waffe. Los! In Ordnung. Ganz wie ihr meint. Wartet. Ihr braucht zwar keinen Stab, aber ihr solltet dennoch einen haben. Ich kann euch nicht beschützen. Euer Leben ist ohnehin schon gefährdet genug. Dann sind wir vielleicht im Vorteil. Gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen.
bevor noch mehr hindurchkommen! Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Das ist eine nette Armbrust, die ihr da habt. Ja, nicht wahr? Bianca und ich haben schon so einiges miteinander durchgemacht. Ihr habt eure Armbrust Bianca genannt? Natürlich. Und sie wird im Tal eine ausgezeichnete Begleitung abgeben. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen... Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Dann schulde ich euch meinen Dank. Ihr könnt mir danken, wenn es uns gelingt, die Bresche zu schließen, ohne euch dabei zu töten. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Euer Gefangener ist zwar ein Magier, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Dann seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen.
Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Sucherin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Noch ein Riss! Wir müssen ihn schließen! Schnell! Es werden immer mehr! Helft uns! Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royeau zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Ist das vordringlichere Problem denn nicht, die Bresche zu schließen? Ihr habt uns das alles überhaupt erst eingebrockt! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen, es ist zu riskant. So hört doch auf mich! Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt! Sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Thank you.
Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel ist das? Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich dem Mann mit der leuchtenden Hand. Ihn ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr...
Solange die Chance bestand, euch zu retten, mussten wir es einfach versuchen. Und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. Heiligen Asche. Oder das, was von ihm übrig ist. Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Seid hier, dem Erbauer sei Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ich nehme an, ihr habt einen Plan, wie ihr mich darauf bringen wollt? Nein. Dieser Riss war der erste, und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Und seid vorsichtig. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Was ist das? Ich vermute die Person, die die Bresche erschaffen hat. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium, Sucherin. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Es ist böse. Was auch immer ihr tut, berührt es nicht. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme der göttlichen Justinia! Was geht hier vor? Das war eure Stimme und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling.
Tötet ihn sofort! Ihr wart dort! Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung!